Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du mit Hyper-V virtuellen Maschinen ins Netzwerk kommst und was dabei zu beachten ist. Wir brauchen dafür im Prinzip zwei Fenster. Das eine, ich starte jetzt mit Windows X-Taste die Netzwerkverbindungen. Und auf der anderen Seite brauchen wir den Hyper-V Manager. Ich mache das Ganze jetzt parallel auf, damit man hier sieht, was passiert. Ich habe hier meine Netzwerkkarte und meine WLAN-Karte. Ich benenne die beiden jetzt um. Die eingebaute Netzwerkkarte in Switch an unterstrich LAN und die WLAN-Karte in Switch unterstrich WLAN. Warum das Ganze? Hyper-V erstellt anschließend einen sogenannten virtuellen Switch. Das heißt, die Internetverbindung oder die Netzwerkverbindung kommt auf diesen virtuellen Switch herein, quasi in das Gerät, und danach erstelle ich eine virtuelle Netzwerkkarte für die virtuellen Maschinen, auf die die jeweilige virtuelle Maschine dann zugreifen kann und über die sie dann ins Netzwerk und ins Internet kommt. Ich kann mit einem virtuellen Netzwerk, mit einer virtuellen Netzwerkkarte mehrere virtuelle Maschinen ins Netzwerk befördern und verbinden, und ich kann ebenfalls theoretisch auf der physischen Maschine 3, 4 verschiedene reale Netzwerkkarten haben und eine virtuelle Maschine in mehrere Netzwerke sozusagen durchleiten oder verbinden, indem ich dann mehrere virtuelle habe. Probieren wir das einfach einmal aus. Ich gehe hier auf Manager für virtuelle Switches und erstelle mir einen neuen virtuellen Netzwerkswitch. Ich habe hier extern, intern und privat. Externe heißt, der Rechner, der virtuelle Rechner, hat Zugriff auf das Internet, auf das Netzwerk, wie ein eigenständiger Rechner, der sich physisch im LAN befindet. Von VMware oder VirtualBox von Oracle kennt man das vielleicht als Breached Mode. Ich sage jetzt virtuellen Switch erstellen und nenne den Switch jetzt zum Beispiel LAN für die Netzwerkkarte. Hier gebe ich jetzt an, auf welchen physischen Netzwerkadapter die virtuelle Netzwerkkarte zugreift. Jetzt sage ich hier Intel, ich sage hier jetzt Realtek, das ist meine physische Netzwerkkarte. Gemeinsames Verwenden dieses Netzwerkadapters für das Verwaltungsbetriebssystem zulassen, lassen wir jetzt einmal eingeschalten. Ich zeige auch gleich warum. Wenn ich dieses Häkchen wegnehme und die Warnung bestätige, komme ich nur mehr von der virtuellen Maschine ins Internet bzw. ins Netzwerk, allerdings nicht mehr von der realen. Deswegen das lassen wir normalerweise angehakelt. Und dann kommt man von der realen und von der virtuellen Maschine ins Netzwerk. Wie man schon sieht, sobald ich das Häkchen wieder setze, komme ich von der physischen Maschine auch ins Netzwerk hinein. Was ich noch machen kann, ist nicht notwendig, aber ich würde es halt machen, hier verschiedene Switch-Erweiterungen auszuschalten, wenn ich sie nicht genau speziell für irgendetwas brauche. Die anderen Netzwerktypen hier, wenn ich einen internen Switch anlege, kann ich das intern nennen. Was heißt das? Ich kann ein eigenes virtuelles Netzwerk für verschiedene virtuelle Maschinen machen, die zum Beispiel nur untereinander kommunizieren können, aber sie kommen nicht in mein Hauptnetz
oder ins Internet hinein. So, nach dem dritten Versuch mit Anwenden hat jetzt die Erstellung hier funktioniert. Ich habe hier wieder das Häkchen rausgenommen. Legen wir noch ein privates an. Angelegt, kann hier wieder die Erweiterung rausnehmen. So. Wenn wir das jetzt schließen, sehen wir hier meine physische Netzwerkkarte, meine physische WLAN-Karte. Wenn ich die jetzt unter Status auswähle, Details, sehe ich hier keine IP-Adresse. Das Ding ist nun quasi ein Switch, der wie gewöhnliche Switches, die man überall kaufen kann, hat keine IP-Adresse. Man sieht aber, dass das Ding mit 1 Gigabit angebunden ist. Dasselbe beim WLAN. Gut, WLAN habe ich jetzt keines, das heißt, ich kann hier auch keine Details anzeigen. Was außerdem interessant ist, wenn ich mir die Eigenschaften vom Switch LAN anschaue, wird hier bis auf den Switch alles abgehakelt, abgewählt, da ein Switch ja auch keine IP-Adresse haben kann. Dagegen wird hier nun ein neuer virtueller LAN-Board erstellt, der jetzt, wenn ich auf Status klicke, die eigentliche IP-Adresse von meinem Router bekommt. Der hat auch eine eigene MAC-Adresse und bezieht sich jetzt wie DHCP von meinem Router die Netzwerkdaten. Ich sehe auch hier, dass er mit 1 Gigabit angebunden ist. Wenn ich jetzt quasi nach außen gehe, unter Anführungszeichen, kommt das Datenpaket zuerst hier an und geht dann hier über diesen virtuellen Switch nach draußen. Was sich anbietet, ist das Netzwerknamen hier LAN zu nennen zum Beispiel. Also einmal Switch WLAN und LAN, Switch LAN und LAN. Hier, das kann ich jetzt noch intern nennen. Und hier würde ich bei Status sehen, dass ich hier Windows automatisch eine 169er APIPA-Adresse selbst gibt. Kurz zur Erklärung, eine APIPA-Adresse oder Zero Config genannt, gibt sich Microsoft bzw. Windows selbst, wenn es via DHCP keine IP-Adresse bekommt, weil kein Router, Modem oder sonst etwas oder DHCP-Server in der Nähe ist. Und dies passiert aus dem Bereich 169 normalerweise, beziehungsweise eigentlich immer. Alle Rechner, die jetzt am virtuellen Netz, am internen Netz hängen, können nur mit anderen Rechnern, die auch im internen Netz hängen, kommunizieren und mit der physikalischen Maschine hier. Ich komme von dem Netz hier nicht in dieses und umgekehrt, außer ich hänge eine virtuelle Maschine in beide Netzwerke. Die physikalische Maschine hängt in allen Netzen logischerweise, die virtuelle hängt natürlich nur in denen ich die Maschine reinhänge. Was ich natürlich auch machen kann, ist, ich kann meinem virtuellen Netzwerkboard hier eine IPv4 und IPv6 Adresse geben, weil in einer Firma werde ich natürlich bei den Servern statische IP-Adressen verwenden. Das geht natürlich. Ich kann hier jetzt sagen wir 172.16.1.2.53 Standard Gateway des 1er. So. Dem internen Netz kann ich natürlich auch eine statische IP-Adresse geben. Entsprechend dessen muss ich dann natürlich der virtuellen Maschine eine entsprechende im gleichen Netz geben, damit diese miteinander kommunizieren können.
Ich habe jetzt hier eine virtuelle Maschine erstellt und baue hier in diese testweise mal eine neue Netzwerkkarte ein und noch eine und noch eine. So, hier kann ich verschiedene Dinge, die ich jetzt nicht brauche, ausschalten. Diese Features mögen in großen Firmennetzwerken auf Servern sinnvoll sein, zu Hause braucht man die auf jeden Fall nicht. So. Jetzt habe ich hier mal drei Netzwerkkarten eingebaut und starte die virtuelle Maschine einfach mal. Die virtuelle Maschine ist nun hochgefahren und ich kann jetzt hier der ersten Netzwerkkarte, okay, wir haben jetzt vier, weise ich das Netzwerk LAN zu. Und schaue mir dann einmal auf der Kommandozeile an, was passiert, beziehungsweise wo ich sozusagen hinkomme. Ich bekomme jetzt von meinem Router eine IP-Adresse im 172.16er Netz. Das gleiche Netz, das ich hier daheim fürs Internet sonst und alle anderen Dinge verwende. Und ich komme auch sozusagen nach draußen. Alles, was ich hier nun rausschicke, geht jetzt auf meinen physischen Rechner, an dem virtuellen Netzwerkboard, am virtuellen Switch und dann über die physische Netzwerkkarte zu meinem Modem über A1 sozusagen nach draußen. Ich kann natürlich auch meinen physischen Rechner normalerweise pingen. Wenn ich hier sage Ping 172.16.1.2.5.3, kann ich den erreichen. Ich kann, wenn ich hier die Firewall ausschalte, natürlich auch die virtuelle Maschine erreichen. Okay, man sieht, die Firewall ist aus, das heißt, ich kann, wenn ich die IP-Adresse vom virtuellen Rechner habe, natürlich auch diesen erreichen. 16.1. So, kann diesen erreichen. So, hier komme ich auch nach draußen. Das ist mein WLAN-Router, das ist mein A1-Modem und hier geht es einfach dann nach draußen. Wenn ich jetzt das ganze Spielchen hier noch einmal mache und die zweite Netzwerkkarte, die zweite virtuelle, dem internen Switch zuordne, bekomme ich hier die 169-Adresse und kann jetzt, wenn ich mir hier die 169-Adresse anschaue, mit der Variante natürlich auch kommunizieren. .169.254.233.146 kann jetzt von der internen, also der virtuellen Maschine, die physische erreichen und normalerweise dann noch umgekehrt Ping 169.254.118.200. So, und das Interessante ist jetzt, dass das Ganze auch funktioniert, wenn ich diese hier rausnehme. Jetzt ist nur mehr der physische mit der virtuellen Maschine verbunden. Ich kann mich über die 169er IP-Adresse gegenseitig erreichen. Aber wenn wir hier noch einmal schauen, ich habe jetzt hier in der virtuellen nur mehr die 169er Adresse und komme jetzt logischerweise nicht mehr über dieses Netz hier auf die physische Maschine und sicherlich auch nicht nach außen. Und der Google DNS Server hier funktioniert natürlich auch nicht.
Somit sieht man, ich kann in einen virtuellen PC oder virtuellen Server mehrere Netze reinhängen und den über die entsprechend ansteuern. Das Ganze hat natürlich sicherheitstechnische Gründe und wird in Firmen durchaus verwendet.